Herzlich willkommen zu VfL Garching TV. Heute 10. Spieltag VfL Garching Heimspiel gegen VfB Ingolstadt. Zu Gast bei uns Jens Wölting. Jens, heute von Anfang an? Das erste Mal. An ordentliche Leistung, aber leider nicht gewonnen. Naja, also ich hätte mir meinen Einstand von Anfang an hier in der Bayernliga mal auf dem Platz zu stehen auch deutlich anders vorgestellt. Also wir haben es nicht geschafft, von Anfang an so viel Druck auf den VfB Eichstätt zu machen, wie der Coach es verlangt hat, um dann im Endeffekt die größeren Spielanteile zu bekommen. Und so habe ich eigentlich, also es war extrem schwierig, ein Spiel zu finden. Und wenn du sagst, ordentliche Leistung, also ich war wirklich nicht zufrieden. Ich hoffe, das wird die nächste Zeit besser. Also für mich und auch jetzt wieder für die Mannschaft, dass wir da wieder die Punkte holen. Es war von Anfang an ein zerfahrenes Spiel, muss man sagen. Dann hat man versucht, ins Spiel reinzukommen, hat lange gedauert. Hat man den Kampf heute einfach nicht angenommen, oder was? Naja, den Kampf nicht angenommen, will ich so direkt nicht sagen, aber auf unserer Seite hat ganz klar die Aggressivität gefehlt, die Eichstätt an den Tag gelegt hat. Also der Flo hat das mit mir eigentlich auch schon so resümieren können. Das sah von außen wohl auch genauso aus. Uns fehlte die Aggressivität gegen den Gegenspieler direkt drauf. Und so hat Eichstätt einfach gut zugestellt im Mittelfeld und uns und im Endeffekt hier zu Hause bei uns das Spiel gemacht, was wir nicht zulassen dürfen. Ja, jetzt heißt es am Wochenende mal Pause, weil der Kapitän heiratet und dann am Dienstag gegen Unterhaching auswärts. Was schießt das da aus dann? Naja, Unterhaching ist eine sehr spielstarke Mannschaft, sehr, sehr großen Kader, auch noch teilweise gefüttert aus der ersten Mannschaft, die ja in der dritten Liga kickt. Also ich denke mal, das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer als Eichstätt. Eichstätt hat spielerisch für mich auch nicht überzeugen können. Die haben das Ding hier heute gewonnen, aber gegen Unterhaching müssen wir versuchen, da wieder anzuknüpfen, wo wir, in Unterföhring würde ich nicht sagen, aber gegen Bogen vor allem zweite Halbzeit aufgehört haben. Das war eine geschlossene, spielerisch sehr starke Leistung. Da haben wir Fußball gespielt und ich glaube auch nur so können wir gegen Unterhaching was mitnehmen. Vielleicht auf dem Wege schon mal viel Glück, ja, für den Benji, dass der die Hochzeit gut durchsteht. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für dich nächste Woche mehr Glück, ein bisschen mehr Aggressivität, dann wird es bestimmt auch was mit Punkten gegen Unterhaching. Danke, Jens. Ja, vielen Dank euch. Ne? Danke. Ciao. Musik.